Ja, moin, na? Habt ihr auch schon gehört? Oma hat Geburtstag, ne? Habt ihr schon mitbekommen? Natürlich. Was? Oma hat Geburtstag. Ja, richtig. Und ich habe mit Alex darüber gesprochen vorhin. Und das Ding ist halt, wir brauchen von euch einen Tipp. Caro, keine Ahnung, wir sind echt krass stumpf. Wir haben keine Idee, wir sind echt nicht kreativ. Und Lotti und Clara, wir brauchen ein bisschen eure Skills, was das Denken angeht. Habt ihr irgendwelche Ideen, irgendwas, was wir Oma schenken können? Du, ich mache gerade Kreativurlaub, nicht so. Vielleicht können wir einfach eine Karte schreiben. Ich kann das malen. Ja. Oder schreiben wir eine Karte und schreiben rein, was, warum sie die coolste Oma ist und was wir ihr wünschen für die nächsten 10 Jahre. Weil einfach so ein bisschen persönlich machen, dass wir halt so nicht irgendwie was so, nicht so eine gedruckte Karte, sondern ich mal was, ihr schreibt ein bisschen was. Ich kann auch eine PowerPoint-Präsentation dazu machen, so beste Oma der Welt auf 10 Seiten. Mit Leistungsleits, Lotti. Ja, das ist ja mega cool eigentlich. Also meint ihr, sind zwei coole Sachen, einmal quasi irgendwie Oma sagen, warum sie die coolste Oma ist und was man sich für die nächsten 10, vielleicht 20 Jahre für sich noch ein bisschen wünscht. Okay, das klingt gut, aber lass mal absprechen, dass wir nicht das Gleiche haben. Ich würde sagen, irgendwie, ich würde zum Beispiel einfach schreiben, so ja, dass kein Mensch so großzügig oder so liebenswert ist wie Oma. Und dann, weiß nicht, was wollt ihr? Ich glaube, ich schreibe, dass sie so ein lieber Mensch ist. Ich habe Oma noch nie schlecht gelaunt erlebt. Ja, voll. Das ist echt was, was zu schätzen. Kann man sich gar nicht vorstellen. Und ja, ich habe 3 Punkte. Also, erstens, Oma ist die hübscheste Frau mit 80. Zweitens, Oma ist die netteste Frau mit 80. Und drittens, Oma ist ungefähr die schnellste Frau mit 80. Das klingt gut. Gut, dann, was wünsche ich mir die nächsten 10 Jahre? Oder 20? Oder was? Ja, 20, perspektivisch 30. Aber wir fangen mit 10, 20 an. ich würde sagen, dass sie keinen Buchsbaum-Zipsler in ihrem Garten kriegt. Wir wurden nicht verschont. Also, dass ihr Garten erstmal grün und schön weiter wächst. Buchsbaum? Das habe ich nicht verstanden. Buchsbaum-Zinsler. Was ist das? Das, was unseren ganzen Garten aufgefuttert hat. Klingt gut. Ich wünsche mir, dass wir sie noch ganz viel sehen und dass sie einfach weiterhin so glücklich und so ein toller Mensch ist wie bisher. Ja. Nadine? Ich wünsche Oma ganz viele schöne Jahre noch mit Johannes, dass sie ruhig und zen bleibt. Ja. Ja, alles klar, mega cool. Keine Ahnung, also ihr seid auf jeden Fall weitergekommen als Alex und ich. Wir sind irgendwie so ein bisschen hier, ja, wir haben uns lange unterhalten, aber sind irgendwie zu keiner einzigen Möglichkeit gekommen. Und, ja, das hab ich nicht. Ja, hammer krass. Ihr seid echt, also wie gesagt, nach wie vor Klischees bestätigen sich immer wieder aufs Neue, ne? Ja, moin, hi, ne? Hi, ja? Hi, Lennart. Na, Alex? Was gibt's? Ja, folgendes Problem. Oma hat Geburtstag. Ja, ja, das fällt ja früher ein. Ich weiß, das kam um die Ecke, sag ich mal. Habt ihr eine Idee? Ich suche händeringend. Baumhauers haben mir irgendwie nicht helfen können, die habe ich schon gefragt. Irgendwas, was euch einfällt. Muss kurzfristig gehen. Auf die Schnelle jetzt auch nicht. Das ist gar nicht so einfach. Nix? Du. Vielleicht schreiben wir hier einfach mal. Das ist zumindest mal ein Beginn, dass wir ein Gedicht schreiben. Wir können eine nette Karte, schreiben wir ein cleveres Gedicht rein. Ist ein Selbstläufer, machen wir. Ja, noch. Dann machen wir ein Gedicht, Alex, ne? Ja, hier, wir fangen einfach an mit Oma ist jetzt 80 Jahre, noch fit wie ein Turnschuh, ist doch klar, oder so. Na gut, es gibt die eine oder andere Tücke, aber läuft bisher noch ohne Krücke. Ja. Und kann sie mal die Arme nicht heben, dann geht sie einfach zum Chinesen. Ja, und dann hier, pflegt mit Opa fleißig den Garten, kann das Frühjahr kaum erwarten. Dabei ist sie, wie man sie kennt, immer schick und eloquent. Ja. Na. Das, also aus der Hüfte jetzt raus, nicht schlecht beeindruckt bin ich, doch. Aber ganz ehrlich, Alex, das ist eine coole Idee gewesen, aber ein Geschenk richtig haben wir immer noch nicht. Frag doch mal Jost und Feline, vielleicht fällt denen ja was ein. Paula! Macht's gut, geile Idee, ciao. Tschüss. Mach's gut, Lena. Ja, ciao. Hallo. Hey, na? Hey, hi, Letka. Folgende Sache. Und zwar, Oma hat jetzt ganz kurzfristig und spontan noch dazu 80. Geburtstag. Ja,
Problem ist, ich habe schon alle Cousins und Cousinen gefragt und keiner hat irgendeine Idee. Und irgendwie meinen sie auch alle, ja, die hat schon alles. Also irgendwie, keine Ahnung, irgendwie, die soll wohl total zufrieden sein und, weiß nicht, irgendwie total erfüllt. Wir brauchen auch noch was. Und ihr seid die letzte Rettung. Also, 3, 2, 1, schieß los! Karte haben die anderen bestimmt auch schon gesagt, ne? Karte, genau. Ja. Kann man ja immer on top noch machen. Ja, Karte ist ein gutes Thema eigentlich. Karte kann man machen. Das geht. Ja, Karte geht immer. Ja. Erlebnisse, die wir mit denen hatten. Stimmt. Ja, also was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, dass man immer zu Oma und Opa kommt. Also ihr habt immer eine offene Tür. Hm. Und immer, also Oma hat eigentlich immer irgendwas Leckeres gekocht, sei es zum Mittag, sei es ein leckerer Kuchen, sei es abends, Abendbrot. Es war immer, und man konnte immer sich gut mit Oma und Opa unterhalten. Und, Das stimmt auf jeden Fall. Ja, das ist mir auch in Erinnerung geblieben. Also ich kann mich da an viele schöne Momente mit Oma und Opa erinnern. Und ja, ganz besonders ist mir von damals in Erinnerung geblieben, dass ich einmal die Woche ja dann nach der Schule zu ihnen durfte. Und das war auch für mich immer das Highlight der Woche. Und genau, also was auf jeden Fall, wo ich Oma wahnsinnig dankbar für bin aus meiner Schulzeit. Ich war ja in der deutschen Rechtschreibung und Grammatik nicht so die Königin. Und dann hat mir Oma angeboten, dass sie zusammen mit mir lernt. Und dank Oma bin ich tatsächlich fehlerfrei geworden in der Rechtschreibung, was bis heute anhält. Und deshalb tausend Dank dafür, Oma, für deine Ruhe, Geduld, innere Ruhe und auch die Freude, mit der du das jederzeit machst. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, und eine Sache, die mir da gerade noch in den Sinn kommt, ist, wo Lukas gesagt hat, Omas Himbeerkuchen. Ich meine, ganz ehrlich, das ist eine Kreation Gottes, sowas überhaupt machen zu können. Also ganz ehrlich, Alex und ich haben Wettessen gemacht. Also wirklich, Oma, ja, wie gesagt, ne, Wahnsinn. Das Müsli aber auch. Ja, voll, mega. Ja. Ja, Essen allgemein. Also Oma ist, glaube ich, die beste Köchin, die es gibt. Ja, aber so ein richtiges Geschenk ist das irgendwie nach wie vor noch nicht. Dörte, deine große, große Stunde ist jetzt gekommen, weil wir haben nach wie vor wirklich noch nichts. Bitte lass deine Ideen raus. Ja, ich hätte. Danke, Ludger. Ich habe tatsächlich eine Idee und zwar mache ich das hier in Rostock. Das macht wahnsinnig viel Spaß. Ich bin wahnsinnig ausgeglichen dadurch und denke, das würde Oma auch wahnsinnig gut tun. Ein Start in das neue Lebensjahr und dass sie weiterhin so fit und energiegeladen und ausgeglichen und vital bleibt, wie sie es momentan ist. Genau, und deshalb denke ich, ist Qigong eine der besten Möglichkeiten, die wir ihr alle zusammen schenken können. Was haltet ihr davon? Geile Sache! Qigong, wäre ich nie drauf gekommen. Ja, super, dann machen wir das doch. Cool! Geil, perfekt, haben wir es doch. Danke! Yay. Dazu noch eine coole Karte. Ja, und ein paar Blumen. Ja. Und Blumen! Blumen gehen aber. Super. Gerade jetzt zu dieser tristen Jahreszeit. Alles klar. Cool, alles klar. Dann, ey, danke. Macht's gut. Ciao.